Vielleicht machen wir gleich die Meditation, oder? Da sind wir noch ein bisschen ruhiger. Wenn wir erst diskutieren, kommt wieder alles Mögliche. Gut, zur Meditation. Also wer das mitmachen möchte, niemand wird hier gezwungen zu meditieren. Man wird aber auch nicht automatisch Buddhist, indem man ein bisschen über Erfreuen meditiert. Das sind andere Kriterien. Insofern braucht man da auch keine Angst haben. Man kann auch einfach entspannt als Zeuge dabei sein und sich so denken, was die Buddhisten nicht alles so machen. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn, begibt man sich vielleicht in eine Körperhaltung, die geeignet ist für die Meditation. Körper und Geist haben, wie gesagt, eine enge Wechselwirkung. Insbesondere der subtile Körper und der Geist. Und deshalb wäre es gut, relativ aufrecht zu sitzen, wenn man auf dem Stuhl sitzt auch. Die Hände kann man vielleicht im Schoß legen, dass das alles ein bisschen zentriert ist. Der Kopf fällt so ein bisschen nach vorne, ist nicht überstreckt oder so. Die Augen können wir eigentlich schließen, weil wir meditieren nicht mit den Augen, sondern mit dem inneren Geist sozusagen, mit dem geistigen Bewusstsein. Wenn wir dann aber müde werden, können wir die Augen leicht geöffnet lassen und vor uns auf den Boden richten. Nicht um etwas anzuschauen, sondern einfach nur, um zur Ruhe zu kommen mit den Augen. Gut, und dann beginnen wir, indem wir uns zunächst deutlich machen, dass wir heute Abend uns in sehr günstigen Umständen für die Meditation befinden. Wir brauchen heute Abend nicht mehr zu arbeiten, einzukaufen und Ähnliches, sondern können uns einmal mit dem Wesentlichen im Menschenleben beschäftigen, mit der Geistesschulung, dem eigentlichen Weg zum Glück. Wir befinden uns an einem relativ ruhigen Ort, zusammen mit Gleichgesinnten. Wir haben auch bereits eine Körperhaltung eingenommen, die die Meditation unterstützt. Und beginnen nun zunächst damit, unsere Aufmerksamkeit auf unsere körperliche Erfahrung zu richten, die wir jetzt gerade machen, insbesondere über das Tastbewusstsein. Gehen einmal unseren Körper durch, von oben nach unten. Vielleicht beginnen bei der Augenregion, die oft sehr angespannt ist im modernen Leben, so viel Bildschirme lesen muss, Werbetafeln betrachten. Jetzt können die Augen einmal ganz entspannt in den Augenhöhlen ruhen, müssen nicht alles mitbekommen. Und dann gehen wir weiter zur Mund- und Kieferregion. Die Zähne brauchen nicht aufeinander gepresst zu werden, ist eigentlich nie nötig. Der Kiefer fällt ein wenig herab. Der Mund mag sich sogar leicht öffnen. Wenn wir wollen, können wir auch ein leichtes Lächeln auflegen, was unseren Körper davon überzeugt, dass es uns gut geht, er sich entspannen kann. Und auch die restlichen Gesichtszüge können wir entspannen. Wir brauchen einmal nicht auf andere zu wirken, keinen Eindruck zu machen, keine Rolle spielen. Wir können einfach ganz bei uns selbst bleiben. Und dann gehen wir in den Oberkörper hinein. Die Schultern brauchen nicht hochgezogen zu werden. Wir tragen jetzt keine Last. Wir können das alles mal loslassen, auch symbolisch. Und gehen dann weiter mit unserer Aufmerksamkeit den Rücken hinunter, Wirbel für Wirbel. Auch entlang der Muskelstränge neben der Wirbelsäule. Und überall, wo wir bewusst werden, entsteht ein Gefühl von Wärme und Entspannung. Eine heilende, subtile Energie kann dort besser fließen.
Und dann kommen wir zur Bauchdecke, die oft unnötig hart und angespannt ist, und lassen das mal los, entwickeln einen weichen Bauch. Vielleicht spüren wir auch unterhalb des Bauchnabels ein Kraftzentrum, in dem wir uns verankern können. Und gehen dann noch weiter mit unserer Aufmerksamkeit durch das Becken hindurch, in die Beine bis zu den Füßen. Und sind uns so jetzt des gesamten Körpers umfassend bewusst. Und spüren, dass der Körper dankbar darauf reagiert, wenn wir uns seiner einmal bewusst werden, nicht so abgespalten vom Körper leben. Reagiert darauf mit Freude und Wohlsein, Gesundheit. Und indem wir uns des Körpers bewusst werden, kommen wir auch automatisch ganz in die Gegenwart. Körperliche Erfahrung ist immer ganz im Hier und Jetzt. Wir spüren, dass wir jetzt lebendig sind, ganz präsent, genießen das. Füllt uns auch schon Freude am bloßen Sein. Und dann gehen wir mal dazu über, den Atem zu beobachten, wo wir ihn am besten spüren können, sei es, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Oder unterhalb der Nase, leichte Tastempfindung dort. Wir brauchen den Atem nicht künstlich zu verändern, wir lassen ihn ganz natürlich fließen, aber sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wenn andere Gedanken kommen, ist das vollkommen in Ordnung, aber wir bemerken es und gehen wieder zurück zum Atmen, immer aufs Neue. Wir brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen. Nur zu atmen und uns dessen bewusst sein, das kann einen schon heiterer machen. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe, dadurch auch freudiger, ungestörter. Das eigentliche Wesen des Geistes zeigt sich, die Freude. Und in diesem Zustand wollen wir jetzt uns mal etwas vorstellen oder an etwas denken. Und da machen wir uns einfach mal eine Eigenschaft an uns bewusst, die wir schätzen und die auch von anderen geschätzt wird. Jeder von uns hat sicher so etwas. Wir schauen einmal nach einer Eigenschaft, von der wir wirklich denken, dass es eigentlich eine sehr wünschenswerte Eigenschaft ist, die auch von anderen wertgeschätzt wird. Und machen uns bewusst, dass wir diese Eigenschaft haben. Und dass das nützlich ist für uns selber und für andere.
Und daraus entsteht eine gewisse Freude, ein Erfreuen daran, dass wir tatsächlich über diese Eigenschaft verfügen, sie uns inne ist. Entsteht eine gewisse Freude, die sich im Körper und Geist ausbreitet, ein Selbstbewusstsein, eine positive Art. Ja, diese Eigenschaft ist in mir. Das ist gut, das ist nützlich für alle. Sehr erfreulich. Sollte ich noch weiterentwickeln. Und wir spüren einfach Sympathie auch zu uns selber, Freude an dem, was wir für Fähigkeiten haben in diesem Fall. Auch wenn wir vielleicht Widerstände spüren, denken wir, nein, das ist gut und richtig, wenn ich mich so freue über das, was tatsächlich Positives da ist bei mir. Konzentrieren uns ein wenig auf diesen Zustand von Freude, der dabei entsteht, soweit wir ihn halt ein bisschen erfahren. So entsteht echte Meditation in uns, indem wir uns in diesen Zustand des Erfreuens begeben, der sehr heilsam ist. Stärken damit die inneren Muskeln. Wenn wir wollen, können wir uns auch eine Szene vorstellen, in der wir nützlich für uns selbst und andere gehandelt haben, vielleicht jemand geholfen haben. Machen uns bewusst, dass wir das getan haben und freuen uns von Herzen, dass das so ist und nehmen uns vor, das auch zu wiederholen. Wissen, dass sich das zu Glück auswirken wird und freuen uns darüber. Und so konzentrieren wir uns eine Zeit lang auf diese Freude, die dabei entsteht. Aber jetzt geben wir uns zunächst zufrieden damit, wie weit wir dem mal folgen konnten, nehmen uns vielleicht vor, öfter mal in diese Richtung zu denken, neutralisieren den Geist aber zunächst, indem wir den Atem wieder beobachten. Folgen nochmal einigen Atemzügen, was an sich auch schon Freude auslöst, einfach zu atmen und sich dessen bewusst zu sein, ohne Sorgen und Hoffnungen, Schuldgefühle, Ängste, einfach atmen und sein. Natur des Geistes spüren, die freudig und klar ist. Nichts anderes bedarf, als einfach nur aufmerksam zu sein, um Glück hervorzubringen. Muss nichts anderes erst kommen oder irgendwas abgewehrt werden. Und dann spüren wir auch wieder unseren Körper, wie er hier auf dem Stuhl sitzt. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit langsam in den Raum zurück.
können uns körperlich wieder lockern. Ja, wenn jemand sagen möchte, wie es ihm damit ging oder irgendwelche Erfahrungen mitteilen oder Fragen oder Erleuchtungserlebnisse, alles möglich. Hab mir sagen lassen, das ist auch ohne Mikro möglich von oben. Soll eine gute Akustik sein. Alles klar? Oder habe ich so weit am Thema vorbeigeredet, dass sowieso keiner mehr weiß, worum es geht? 5 Minuten Arbeitszeit habe ich noch, die sollten Sie nutzen. Ja? Ja, Geist ist im Buddhismus ein sehr, sehr weiter Begriff, der umfasst so verschiedene Dinge wie Wachbewusstsein, Traum, Bewusstlosigkeit. Selbst der Tod ist ein Geisteszustand. Er umfasst Wahrnehmung, Denken, meditative Erlebnisse. Das ist erstmal ein Oberbegriff. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie das im Buddhismus genau studieren. Wir machen zum Beispiel 3- bis 7-jährige Studiengänge. Und es geht fast immer um verschiedene Eigenschaften des Geistes. Der Buddhismus ist die Wissenschaft des Geistes sozusagen. Das sagt der Dalai Lama ausdrücklich. So wie wir in Deutschland zum Beispiel sehr viel Kenntnisse über Autobau haben sozusagen. So viel Kenntnisse hat das alte Indien über den Geist hervorgebracht. Es war so ähnlich, so wie die Eliten in Indien sich zu der Zeit des Buddha fast alle mit dem Geist beschäftigt haben, so wie unsere Eliten sich heute mit Fahrzeugbau und so beschäftigen. Entsprechend sind viele Kenntnisse rausgekommen. Mein Lehrer sagte immer, wenn du ein gutes Auto kaufen willst, dann schau, ob es made in Germany ist. Das ist ja immer noch durchaus so. Wenn du schauen willst, ob es ein guter geistiger Weg ist, schau, ob es made in India ist. Das heißt nicht, dass heute in Indien heute alles perfekt ist, aber über tausende von Jahren haben sich die Inder so intensiv mit dem Geist beschäftigt, dass sie da genauso viel Einteilung und Zustände erkannt haben, wie wir heute in der Naturwissenschaft bei äußeren Dingen. Da können Sie sich vorstellen, wie viele Differenzierungen da möglich sind. Interessant sind zum Beispiel 51 Geistesfaktoren, die analysiert werden. Die wichtigste Einteilung ist aber die in heilsame Zustände und unheilsame. Darüber hinaus können Sie aber auch erkenntnistheoretisch untersuchen, welche sind gültige Zustände, nicht gültige. Sie können aber auch untersuchen, was ist grob, was ist subtil, was ist äußerst subtil. Es gibt genug Einteilungen. Aber es ist alles erstmal Geist. Habe ich jetzt sehr global benutzt. Vielleicht vermissen auch einige den Ausdruck Seele oder so. Es gibt ja Körper, Geist, Seele. Das ist zwar kein buddhistischer Begriff, aber im Allgemeinen weiß man auch im Buddhismus, dass es Geisteszustände gibt, die über den Verstand quasi hinausgehen. Wenn das mit Seele gemeint ist, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn man mit Seele allerdings ein Ich meint, das irgendwie vollkommen getrennt von Körper und Geist ist, so ist das gerade nicht der buddhistische Vorschlag sozusagen. Der Dalai Lama war mal mit Bischöfen in Österreich zusammen und da hat er ihnen direkt gesagt, wir haben weder Gott noch Seele, ganz schön armselig. Aber wahrscheinlich sagt er das ein bisschen provokativ, damit die Leute darüber nachdenken, was meinen die Buddhisten mit Gott und mit Seele? Auch Gott muss man nicht generell verneinen. Es kommt darauf an, was man damit meint. Was der Buddha verneint hat, ist, dass es ein Wesen gibt, das völlig unabhängig vom Rest der Welt einfach so bestimmt, wie die Sache laufen. Das ist nicht die buddhistische Auffassung. Und eine Seele wird nicht akzeptieren, die quasi völlig losgelöst ist von Körper und Geist. Der Buddha hat gerade gesagt, wenn du sozusagen den Geist oder die Person suchst, dann such sie in Körper und Geist, nicht außerhalb. Das ist eine bloße philosophische Fiktion. Die Buddhisten sagen manchmal, die Philosophen denken sich noch verrückte Sachen aus als die normalen Leute. Irgendetwas, ein Bauer kommt nicht auf die Idee, dass die Ernte von alleine wächst. Der macht seine Ursachen in die Erde und dann kommt was. Philosophen denken sich die Idee des Samens oder die Idee der Ernte aus oder ein Schöpfer, der das alles quasi aus sich selbst geschaffen hat. Gut, aber so viel vielleicht zum Begriff des Geistes, aber das können Sie alles im tibetischen Zentrum ganz genau lernen. Da gibt's nicht so wenig. Über das Gehirn wussten die Buddhisten früher gar nichts. Das muss ich übrigens auch gleich mal sagen. Also wenn man heute Ergänzungen zu der Hirnforschung sucht, dann sollte man buddhistische Geistesforschung untersuchen. Die Buddhisten damals hatten aber nicht die Möglichkeit, diesen Klumpen da oben zu untersuchen.
Und da haben wir heute erstaunliche Kenntnisse. Ne? Deshalb kann der Buddhismus auch nicht alles erklären. Ich würde immer empfehlen, dass man verschiedene Kenntnisse zusammenbringt. Ich musste mal für einen Lama übersetzen, der wollte mir erklären, dass jemand einen Mathematikwettbewerb gewonnen hat, der kein Gehirn hatte. Da habe ich das erste Mal gesagt, das kann ich jetzt nicht übersetzen. Tut mir leid, also im Prinzip übersetze ich immer alles gerne, aber das geht zu weit. Nein, Geist und Körper werden schon unterschieden, aber nicht in einem völlig getrennten Sinne. Ne? Es gibt ja dieses Geist-Körper-Problem, hat noch keiner so richtig gelöst, aber grundsätzlich, der Geist wird tatsächlich, und das ist vielleicht schwer zu verstehen, als nicht materiell gesehen. Ne? Der hat keinerlei materielle Eigenschaften wie Farbe und Gestalt und so weiter. Er geht aber immer einher mit etwas Materiellen, insbesondere der sogenannten feinstofflichen Energie. Ne? Die kennt man ja aus Indien als Prana oder in Tibetisch Lungen oder Windenergie. Selbst die alten Griechen haben übrigens viel vom Wind geredet. Das Wort Pneuma bedeutet gleichzeitig, glaube ich, Geist und Wind. Ne? In der Bibel weht auch ständig der Wind, ne, über den Wassern und so weiter. Also mit dem Wind ist irgendetwas. Von der Akupunktur kennt man es ja auch. Ne? Irgendeine geheimnisvolle Energie, Qi genannt. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche wie Prana ist, aber viele esoterische Systeme in der Welt, die sich gut auskennen, sagen, es gibt einen feinstofflichen Körper. Dieser ist durchaus materiell, aber sehr fein. Und der Geist ist immer mit dem zusammen. Der trennt sich übrigens auch vom Körper, vom grobstofflichen Körper nach dem Tod. Der grobstoffliche Körper, wissen wir, welchen Weg der geht. Ne? Aber der Geist wird zusammen mit einer körperlichen quasi Träger über den Tod hinaus fortgehen, den sogenannten Bardo-Körper bilden und dann in eine neue Geburt eingehen. Das ist diese Grundvorstellung. Ne? Das müssen Wissenschaftler halt noch weiter untersuchen, aber der Dalai Lama ist durchaus optimistisch, dass man diese feinstofflichen Dinge zumindest indirekt nachweisen kann. Yogis können irgendwelche Sachen machen, die man mit den herkömmlichen materiellen Vorgängen nicht erklären kann. Der Gehirntod ist auf jeden Fall nicht der Tod an sich. Ich habe mir von Ärzten sagen lassen, das ist sowieso relativ willkürlich gesetzt worden, aus rechtlichen Gründen und so weiter, sehr, sehr umstritten. Wenn eine Frau zum Beispiel noch ein Kind kriegen kann, nachdem sie quasi tot ist, ist ein bisschen absurd, oder? Man kann nur noch sowas machen, wenn der Geist noch im Körper ist, auch wenn das Bewusstsein schon lange ausgefallen ist. Also es gibt viel feinere Zustände von Geist als nur im Gehirn. Zum Beispiel eben sprachen wir von Herz und so. Warum spricht man mal von Herz? Aus buddhistischer Sicht ist da wirklich was beim Herzen, nämlich eine sehr subtile Energie. Das ist nicht dieser Klumpen hier, aber das Herzchakra haben Sie vielleicht mal gehört. Darin ziehen sich alle Energien kurz vor dem Tod zusammen. Zusammen mit einem sehr subtilen Geist. Wir sind natürlich nicht mehr bei Bewusstsein, aber es ist immer noch Geist. Yogis können das sogar in Meditation überführen. Das macht sie dann auch zur Heiligen sozusagen. Und dann können sie ihre Wiedergeburt sogar bestimmen. Aber irgendwann wird diese Einheit aus Körper und Geist den Körper, den grobstofflichen Körper verlassen. Die Beziehung zwischen diesem feinstofflichen Körper und dem Geist ist so wie zwischen Reiter und Pferd. Das, was sich bewegt, ist der Wind und das, was erkennt, ist der Geist. Aber beide sind nicht identisch. Sie gehen zwar immer miteinander einher, sind aber nicht identisch. Sowas gibt es. Zum Beispiel die Farbe und Gestalt einer Blume sind nicht das Gleiche, aber sie kommen immer zusammen, oder? Das ist sehr wichtig, ja. Zum Beispiel manche Wissenschaftler machen einem klar, dass der Geist vollständig vom Körper geformt wird. Sie sagen, durch das Gehirn wird der Geist hergestellt. Das ist eine Nebenwirkung des Gehirns. Im Buddhismus genau umgekehrt. Der Geist formt den Körper. Vielleicht muss man mal umdenken, aber das ist ein großes naturwissenschaftliches Tabu. Da hat zum Beispiel Alan Wallace, der mal hier war, sehr genau drüber geschrieben. Wir haben auch in der Naturwissenschaft heute eine Art Kirche, die überhaupt schon das Denken daran verbietet, dass es vielleicht andersrum ist. Aus buddhistischer Sicht hat nicht die Materie den Geist hervorgebracht, sondern der Geist die Materie. Übrigens im persönlichen Leben kann ich das nachvollziehen. Mein eigenes geistiges Verhalten prägt auch meinen Körper und so, das kann ich merken. Man sagt, spätestens über 30 ist man für sein Gesicht verantwortlich, oder? Vorher kommt vielleicht viel von den Eltern und so. Aber auch sonst, man muss etwas naiv sein, um zu sagen, dass bestimmte Krankheiten gar nichts mit dem einen Geist zu tun haben, oder? Aus traditioneller Sicht in Asien, Ayurveda, chinesische Medizin, tibetische Medizin, kommen alle Krankheiten aus Hassgier und Unwissenheit.
Von chinesischen Medizinern lerne ich, wenn eben es Störungen im Prozess der Energien gibt, dann verhärtet sich das langsam zu grobstofflichen Problemen. Ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, dass da was drin ist. Wenn die Energien wieder in Bewegung kommen, scheint die Störung zu Ende zu gehen. Ich meine mittlerweile festzustellen, wenn ich emotionale Probleme habe, dann sehe ich schon, wie im Körper so langsam was entsteht. Und wenn ich da nicht langsam mit meinen Emotionen klarkomme, dann kann ich vielleicht einen Krankenhausaufenthalt schon mal vorbuchen oder so. Also insofern wird unser, also aus buddhistischer Sicht wird quasi das Gehirn ist ein Produkt des Geistes, während Neurowissenschaftler sagen, jeder Geist ist nur eine Nebenwirkung von irgendwie des Gehirns, ja. Beziehungsweise es gibt gar keinen Geist, es gibt nur Neuronen. Dieses Tabu oder diese Festlegung, Geist ist nur eine Nebenwirkung von Neuronen, das würde im Buddhismus massiv bestritten und das entspricht nicht der Erfahrung der Meditierenden. Der Dalai Lama weist auch immer wieder darauf hin, dass wir mehr darüber nachdenken sollten, wie stark der Geist den Körper formt. Umgekehrt kann der Körper auch den Geist formen. Ne? Wir haben eben auch eine Körperhaltung eingenommen bei der Meditation. Man kann sogar versuchen zu lächeln, dann fühlt sich der Körper auch gleich wohler oder sowas. Ja? Hier in Eppendorf wird... Wie? Ist eine Einheit, ja, aber zu unterscheiden. Ein großer Physiker hat mir mal einen Satz gesagt, den finde ich toll. Unterscheiden ohne zu trennen, das ist die Kunst. Es gibt keine Trennung, kann man sich gleich merken. Nichts ist getrennt. Alles ist miteinander in Bezug. Das meint der Buddhismus mit Leerheit. Es gibt nichts, was getrennt für sich ist. Aber wenn wir die Dinge nicht mehr unterscheiden, sind wir in der Psychose oder so. Das heißt, ich und Sie sind verschieden. Wenn man das nicht wahrnimmt, hat man ein Problem. Aber nicht getrennt. Wir sprechen im Moment miteinander. Damit sind wir in einer Beziehung, waren wir aber auch schon vorher. Alles ist Beziehung. Wenn etwas die Wissenschaft einem lehren kann, ist, dass alles in Beziehung ist. Also die Naturwissenschaft macht das sowas von deutlich. Und wer das heute nicht erkennt, dass der ganze Globus wechselseitig bezogen ist. Und natürlich auch Geist und Körper sind wechselseitig bezogen. Ich habe zwar gesagt, der Geist hat eine gewisse Priorität, das behalten die Buddhisten noch. Entscheidend im Leben ist der Geist. Aber natürlich wirkt der Körper auch auf den Geist. Der Dalai Lama sagt manchmal, als er das erste Mal mit Wissenschaftlern reden wollte, er hat das früh versucht anzuzetteln, ich glaube mit russischen Wissenschaftlern, da dachten die offenbar, er wollte ihnen so eine Seele verkaufen, die völlig jenseits des Körpers ist. Und damit wollen Wissenschaftler nichts zu tun haben. Aus guten Gründen. Dieser dekartische Dualismus. Ne? Es gibt eine Substanz körperlicher und geistiger Art, die völlig getrennt sind. Diese Position ist tot. Aber wer denkt, das wäre eine buddhistische Position, irrt sich auch. Ich dachte das am Anfang auch, aber insbesondere in der Madhyamaka-Philosophie sind alle Dinge in wechselseitiger Beziehung und das gilt auch für Körper und Geist. Das heißt aber nicht, dass das eine das andere ist. Der Geist ist nicht so wie Materie, aber er geht immer mit Materie einher. Wie zwei Leute, die immer zusammenkommen, also sind ja auch nicht identisch. Ne? Das hat viel auch mit Karma zu tun. Ne? Und man kann ja sehen, die Art, wie wir die Dinge betrachten, hat auch etwas damit zu tun, wie sie uns erscheinen. Ich bin kein Experte für Quantenphysik, aber da gibt's so verrückte Sachen. Hans-Peter Dörr, ein großer Quantenphysiker, sagt, die Welt ist so ähnlich, als wenn wir mit unserem Geist immer so eine Schublade aufmachen, die wir so rausziehen. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Also das geht auch über meinen Verstand oder so, aber gerade in der Quantenphysik kann dieses ganze materialistische Dogma überhaupt nicht mehr aufrechterhalten werden. Man sieht, dass der Geist, das Subjekt, die Welt formt. Sie kennen wahrscheinlich die Experimente, dass man gar nicht entscheiden kann, was ist, wenn man nicht sieht, wer der Betrachter ist. Der Betrachter formt das Betrachtete auf eine Weise, die in unserem Alltag so nicht festzustellen ist. Aber das ist wissenschaftliche Realität. Große Meister haben immer schon gesagt, das Subjekt formt das Objekt. Aber ein gewisses wissenschaftliches Dogma, was nicht wirklich Wissenschaft ist, sondern eine Art Scientismus, eine Art Kirche oder Dogma, das behauptet eben tatsächlich, dass es umgekehrt ist, dass eben die Objekte sozusagen die Subjekte schaffen oder dass die Dinge aus sich heraus irgendetwas sind. Das ist eigentlich in der Wissenschaft selbst überholt. Das zeigt übrigens die Stärke der Wissenschaft. Sie sind eine Disziplin, die sich selber in Frage stellt. Das ist die größte Eigenschaft der Wissenschaft. Das ist geradezu egolos. Ne?
Aber andererseits, wie bei jeder Tradition, führt es zu einer Art Kirchenbildung, dass man an seinen Dogmen festhält, die man mal gesetzt hat, auch wenn man schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Aber die blendet man aus. Aber ich habe hervorragende Wissenschaftler kennengelernt, die gesagt haben, als Wissenschaftler muss man kein Deut aufhören, an spirituelle Wahrheiten zu glauben. Im Gegenteil. Der Urknall ist übrigens auch kein guter Kandidat für Materialismus, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie alles auf einen Punkt heraus dann einfach entsteht. Aber so wie wir das in der Schule gelernt haben, wie das so schön ist mit richtig greifbarer Materie und so, das hat damit doch nichts mehr zu tun. Die Welt ist eher ein großer Gedanke. Also gerade wenn ich Wissenschaft näher studiere, das tue ich nicht ernsthaft, aber große Wissenschaftler haben ja gesagt, der Materiebegriff ist eigentlich tot. Also man weiß nicht genau, was man an die Stelle setzen soll, aber wie sich das ein normaler Mensch vorstellt, da ist etwas Fassliches, Konkretes, Unabhängiges vom Subjekt. Das gibt's aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr. Nur der tägliche wissenschaftliche Arbeiter in seinem Labor muss natürlich diese weitgehenden Konzepte nicht auf dem Programm haben. Man kann auch mit einer Täuschung eine ganze Menge erreichen. Auch wenn man, das machen wir jeden Tag, wir sind alle in Täuschung und trotzdem kann man sich ungefähr einpendeln, in welche Richtung man geht. Täuschungen sind nicht immer schlecht. Man kann auch an irgendwas glauben, was es gar nicht gibt, aber was irgendwie nützlich ist. Das geht auch. Die Naturwissenschaft ist hat außerordentlich starke Wirkung, das wissen wir alle. Aber sie ist nicht die objektive Beschreibung der Wirklichkeit, sondern sie beschreibt nur das, was man zählen kann. Die wesentlichen Dinge im Leben kann man nicht zählen, oder? Kann man Liebe zählen oder Beziehung zählen oder Qualität zählen? Das hat mir ein Wissenschaftler alles gesagt. Der spricht von dem Herr Pietschmann von dem Wiener Physikalischen Institut, der Leiter des Instituts, jetzt emeritiert, der spricht vom Denkrahmen des Abendlandes und hat deutlich gemacht, dass es nur eine bestimmte Perspektive auf der Wirklichkeit ist, keins und gar nicht eine objektive Sichtweise. So, genauso wie Religion eine Perspektive auf die Wirklichkeit ist. Wozu das führt, die Wissenschaft, ist, dass man zum Beispiel Flugzeuge bauen kann. Dafür braucht man nur eine sogenannte Checkliste, ja? Das geht überall auf der Welt. Wenn man ein Flugzeug so und so baut und es so und so bedient, fliegt das Ding. Egal, ob du Moslem bist oder Christ oder Atheist, es funktioniert. Aber daraus abzuleiten, dass die Welt an sich so objektiv funktioniert, das stimmt nicht, sondern es ist einfach nur so, dass bestimmte Dinge kann die Wissenschaft unheimlich beherrschen, die man eben zählen kann. Was quasi kein Widerspruch ist, aber schon Hegel hat gesagt, alles, was ohne Widerspruch ist, ist tot. Die Realität ist immer ein Widerspruch, eine Polarität. Die kann man mit Wissenschaft gar nicht wiedergeben. Die Wissenschaft kann die Wirklichkeit nicht wiedergeben. Das Denken übrigens auch nicht. Die Rede auch nicht, obwohl ich hier den ganzen Abend rede. Aber ich sagte ja, mit Täuschungen kann man eine ganze Menge anstellen. Aber ein Wort beinhaltet immer, dass es völlig getrennt von einem anderen Wort ist, oder? Ich sage ich und du scheinen völlig getrennt. Aber auch Psychologen und zum Beispiel Tillich oder andere haben, oder Buber haben sehr deutlich gemacht, dass es kein Ich ohne Du und kein Du ohne Ich gibt. Ja? Wir wüssten gar nicht, was heißt Ich, wenn es nicht ein Gegenüber gibt, der einem sagt, du bist ein Ich. Das ist eine Realität, oder? Aber in der Sprache kann ich es nicht wiedergeben. Ich kann nur sagen, ich, du, erscheint getrennt. Allerdings in der Erfahrung der Liebe ist da was anderes, oder? Da ist eine Einheit auf gewisser Weise. Immer noch unterschieden, das hört nie ganz auf. Aber die Trennung wird nicht mehr so erfahren, weil es gar keine Trennung gibt. Und so sind wir mit der ganzen Welt verbunden. Das ist kein esoterischer Spruch oder sowas. Das eigene Ich ist nicht fassbar. Es ist einem unendlichen Beziehungsgeflecht. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert, aber absolut unfassbar. Sie sind unfassbar, ich bin unfassbar. Ist doch schön, oder? Ja, das gibt dem Ganzen eine echte Tiefe. Wir legen uns unglaublich fest mit unseren Ego-Konzepten. Ne? Ich bin so, ich bin so. Jeder von Ihnen hat unendliche Tiefe, das garantiere ich Ihnen. Sie sind mit unendlichen Beziehungsgeflechten verbunden und damit auch unendlichen Potenzialen. Das hat sehr viel mit der Leerheit zu tun. Gerade weil wir nichts Spezifisches sind, können wir uns unendlich entwickeln, sogar zur Buddhaschaft. Ne? Aber welche Fähigkeiten damit verbunden sind, das erzähle ich heute nicht mehr, weil das glaubt eh keiner.
Gut, das ist so ein schönes Schlusswort, oder? Glaubt eh keiner. Also. Ja, klar, mach ich.